Willkommen zurück, Habibis. Wir geben uns jetzt hier auf normale, brutale, ekelhaftige Weise. Opa, der Boot sollte eigentlich bleiben. Das muss wieder weg. Ja, die Tür sollte. Wenn jetzt hier irgendein Monster reinkommt, bin ich gearscht. So. Das ganze Haus ist einfach krumm und schief, deswegen geht der Boden einfach nicht auf. Ich kann machen, was ich will, das klappt nicht. Da habe ich nämlich nach vorne schon wieder so eine schiefe Scheiße. Aber gut. Ist nicht so wichtig. Gucken wir uns gerade mal hier nochmal diese Strecke an. So, du musst auch nochmal weg. Und so. Ja, aber das sieht ja schon wieder ein bisschen besser aus. Da muss ich hier nochmal die ganze Scheiße wegmachen. Warte mal, hier kommt helles Holz hin. Genau, hier auch. So. Helles Holz, helles Holz. Das passt. Ich bin echt gespannt, ob es bis zum Ende so klappen wird, wie ich es wollte. Jetzt kommt hier wieder helles Holz hin. Vor allem hier. Nee, das wird nicht aufgehen. Das wird verdammte Scheiße nochmal nicht aufgehen. Tja. Warte mal. Das sieht auch scheiße aus, Freunde. Ich dreh durch. Also Schönheit ist echt schon wieder was anderes, ne? Moment, das muss natürlich auch noch weg. Oder wir verändern den Raum einfach komplett. Warte mal, ich krieg vielleicht noch die Kurve. Vielleicht kriege ich sie noch hin. Dann machen wir den Rand einfach mit dunklem Holz. So. Machen hier dunkles Holz hin. Ups, da habe ich mir die Fackel abgeschlagen. Das war wieder kein guter Move. Mal kurz bestehen, bitte. Das kommt hier hin, das hier hin. Hier kommt natürlich dunkles Holz hin, das weiß man ja langsam. Ich denke mal, das Prinzip habt ihr jetzt auch verstanden von dem dunklen und hellen und dem ganzen Kram da. So. Obala. Huch, was machst du da für einen Scheiß? Das wäre natürlich auch eine geile Bodenform, ne? Die würde vielleicht sogar aufgehen, aber ist egal jetzt. Moment. Ich glaube kaum, dass ihr noch Bock habt, hier weiter an den Boden rumzubasteln. So. Müssen wir mal gucken, wann wir das machen. Jetzt auf jeden Fall nicht. Nicht, nicht, nicht. Hier kommt dunkles Holz hin. Hier kommt wieder helles hin. So, Moment. Hier kommt helles hin. Hier kommt dunkles hin. Hier genau das gleiche Spiel schon wieder. Zack. Hier kommt helles hin. Moment, aber nicht so weit. Was ist so? Katze, hau mal ab. Huch, sorry. Oh, jetzt habe ich die Katze getötet wegen dem Scheißboden. Ich hab gar nicht gewusst, warum ist sie jetzt tot, Mann?
Wurde wahrscheinlich schon angegriffen, hat Schutz bei uns gesucht, dann wurde sie von mir elends getötet. Und das war und warum? Wegen einem verdammten Boden, der nicht so will, wie ich will. Tja. Die Aggressivität leider an der armen Katze rausgelassen. Also ist blöd gelaufen jetzt für die Katze. Ja, jetzt hauen wir erstmal wieder die Tür hin, bevor uns hier wieder irgendwas Stress bereiten will. So. Ja, geht ja nicht anders, da Freunde. Ich hab's total verbockt schon wieder an allen Ecken und Enden. So, hier setzen wir einfach die Grenze und am Arsch. Der Boden sieht furchtbar aus, Mann. Furchtbar. Aber wenn ich so genau hingucke, dann merkt man die Fehler gar nicht. Also es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Nur das Haus ist jetzt viel größer und charmanter. Das strahlt jetzt mehr. Und das gefällt mir. Da oben muss natürlich noch mal ein bisschen was weg, ne? Zwar hier die Treppen. Ist ja natürlich, die dürfen ja hier gar nicht sein. So, genau wie diese Treppe hier nicht sein darf. Noch ein bisschen Stein einstecken? Nee. Helfen mal kurz so aus. Fertig. Treppen, sammel auf, sammel auf, sammel auf, Kollege. Boah, man könnte sogar auf jeder. Na, das würde zwar funktionieren, aber es würde scheiße klingen. Wenn man auf jeder kleine Platte hier so eine Druckplatte draufsetzt und bapp, bapp. Würde gut aussehen, aber es nervt. Definitiv. Deswegen gehen wir jetzt mal hoch. Gucken uns nochmal hier oben um. Denn diese Terrasse würde ich auf jeden Fall gerne lassen. Nur die muss vergrößert werden. Die ist zu klein geworden jetzt. Alter, wie wenige Schafe wir nur noch haben. Das ist ja schon ein Graus irgendwo. Da müssen wir wohl später mal wieder eine richtige Massenproduktion machen hier. Wiesenhof, yeah, bitch! Okay, was ist jetzt schon wieder hinter uns gestorben? Egal. Wir müssen uns konzentrieren, Freunde. So. Lassen sich zwei Half-Bricks eigentlich kombinieren? Glaube ich jetzt mal ganz ehrlich nett, ne? Aber es wäre cool, wenn. Wir probieren das mal kurz. Wir haben ja hier so zwei Stück. Dachte ich mir, dass das noch nicht funktioniert. Schade, ehrlich. Naja, gut. Egal. Dann gehen wir mal wieder runter hier. Also, beziehungsweise hier. Moment. 3 Stunden später, dann habe ich es endlich mal. Ich brauche jetzt nämlich diese ganze Scheiße hier, die wir noch haben. Diese. Wo sind die denn? Hier. Oh. So wenig habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber wir haben ja hier noch zum Glück so ein paar Teile. Was machen wir hier rein? Was machen wir hier rein? Feder. Feder haben wir nicht dabei. Ach, scheiß drauf. Hau einfach irgendwas rein, Mann. Am Arsch. So. Das kommt mit, das kommt mit, das kommt mit. So. Oh ja, die sind wenig, ne, die Teile. So radikal gemacht mit den Drecksteilen. Schon noch so wenige. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Alter Kuh, wo kommst denn du eigentlich schon wieder her? Moment. Scheiß Schlampe, du. Wir müssen mal hier draußen gucken. Hier haben wir noch so ein paar von diesen Ziegeln. Und die Ziegel sind ja genau die, die wir brauchen. Nee. Komm, Ratte. Wenn es dunkel wird, dann bist du nämlich böse, du Drecksvieh. Das Fleisch, da nehmen wir auf gar keinen Fall auf. Perfekt. Naja, 33 Stück. Aber gut, so viele brauchen wir eigentlich gar nicht. So. Wir haben schon eigentlich genug. Vermute ich jetzt mal.
Oder wir machen das natürlich auch in der anderen Farbe. Also das heißt, dass das hier in eine andere Farbe kommt. Dann hätten wir dementsprechend eine Decke. Also sieht's ja scheiße aus, ne? Gut, dann machen wir das doch einfach ganz flott. Machen wir da dunkles Holz in den Arsch lecken. Arsch lecken. Aber davon haben wir helles Holz gemacht, ne? Oh mein Gott, das ganze Haus, das macht mich fertig einfach nur. Ich muss mir da was Gutes überlegen. Weil das Holz hier, das macht auch keinen Sinn mehr. Das muss auch irgendwie weg. Also nicht dieses helle Holz, sondern das dunkle da. Das muss ich wegmachen. Kann ich eigentlich gleich mal machen. Ja, diese Geräusche. Heb ab, Mann, heb ab. So. Nein. 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 Habe ich mir jetzt die ganze Scheiße hier abgeboxt rundherum? Fuck off, Timbermod, Mann. Eiskalte Scheiße hier. Das ist natürlich mies gelaufen jetzt, ne? Warum tut man mir das eigentlich immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder an? Warum? Fuck you. Also, muss man mal wieder ein bisschen herstellen. Oh, ich komme da oben immer noch nicht dran, Mann. Was soll denn die Scheiße? Baut ran, Mann. Leck mich kreuzweise, ehrlich. So. Jetzt kommt diese Schräge, ne? Aua. Ach, furchtbar, Mann. Scheiße, Freunde. Was soll denn der Mist schon wieder? Das ist, ach, das ist bis da oben hinweg. Ich dreh durch. Ich dreh durch, durch, durch. Halt die Fresse, du Mistvieh. Haben wir Erde dabei? Zum Glück haben wir Erde dabei. So. So. Es tut mir leid, Freunde, aber ich muss das ja leider wieder herstellen. Wir können es ja nicht einfach so kaputt lassen. Das wäre ja ein bisschen dreckig, oder? Das wäre doch richtig mies. Aber ich habe auch ein Pech in so Sachen, ne? Ich habe aber schon überlegt, dass das eine schlechte Idee ist, das abzumachen. Und dann auf einmal, bäm, kommt sowas. Ha. Eben wollte ich schon wieder mit dieser scheiß Axt wegmachen. Zum Glück habe ich mir gerade alles überlegt. Habe ich mal kurz nachgedacht. So. So, passt. Jawohl. Ach, komm, jetzt. Ja, runter, 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 runter. Es geht schöner, es geht aber auch anstrengender. Also, wir sollten uns nicht beklagen. Ne? Wir haben ja nicht so riesen Projekte, wo man so 10.000 Wochen daran arbeitet. Ja, doch, eigentlich schon. Ich habe es doch. Hier ist es ja zum Glück nur gerade das Durchziehen. Da haben wir wirklich echt Glück gehabt, dass wir nicht so viel Stress damit gemacht haben. So. Wir müssen noch gucken, wie wir es da vorne anstellen müssen. Ja, da kann es eigentlich so bleiben. Jawohl. Wollte gerade schon wieder anfangen zu meckern, Freunde. So, super, Freunde. Da haben wir echt Geduld bewiesen. Oder ihr hauptsächlich. Naja, okay, komme ich auch. Ein bisschen Lob gebührt mir ja auch.
Tür zu. Jetzt kommt hier noch jemand rein, Mensch. Hier noch so. Genau. Ach, hier fehlt noch ein bisschen, klar. Ah, ich hab dich gesehen, du Luder. Komm her. Ach, es sind zwei. Vater und Sohn wollen mich angreifen. Hilfe. Ich frage mich, was da los ist. Aber ist es bei jedem so oder ist es nur bei mir so? Obala. Seid ihr bescheuert? Was bist denn du für ein Ninja, Mann? Hat einfach so zwei Schwerter, die Drecksau. Alter Schwede. Was ist das? Eine Mischung Skelett und Rocky Balboa oder was? Hallo? Leck mich! Penner, Alter. Oh, jetzt ist das Holz verschwunden. Ich bin am Arsch vorbei, Junge. Schon getroffen? Nö. Gut, warum probieren, wenn man doch hin trifft, ne? Machen wir nochmal einen Weg darüber, damit wir nicht raus müssen zum Arbeiten. So. Auf welchen Schwierigkeitsgrad spielen wir? Normal. Kriegen die da die Türen kaputt? Sieht so aus. Nee, der bricht ab. Okay, Glück gehabt. dunkles Holz. Oder helles Holz. Ja, von der Mechanik her gesehen müsst ihr mehr helles Holz nehmen, wie immer. Gut, dann nehmen wir helles Holz. Aua, scheiße. Alter, was ein Killer-Skelett, Mann. Huch! Ah! Eine Spinne hat's reingeschafft. Eine kleine Drecksau. Aber von der lassen wir uns nicht stören. Nee, nee. Arbeiten hier getrost weiter. Wir könnten ja sogar so versuchen, dass wir hier einfach einen hellen Rand machen, einen hellen Kreis. Und dann zur Mitte hin immer dunkler werden. Also was heißt immer dunkler, aber so abwechselnd, so hell, dunkel, hell, dunkel. Oh, die nächste Spinne kommt. Ich hab dich gesehen, du Luder. Kamikaze-Schlampe. Alter, wie der aussieht. Machen wir am Arsch vorbei. Wir haben keine Zeit für so einen Lutscher. So. Muss das mal hier weggemacht werden. Weg, 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 weg. Genau, schön. So hat es auf jeden Fall schon mal Stil, ne? Haben wir noch ein bisschen Heckmeck. Bisschen was anderes als sonst immer nur so Standard hin. Wisst ihr, Freunde, indem man einfach nur so einen scheiß Kreis immer lang fährt, kann man schon echt was Schönes draus machen. So, seht ihr, damit kann man die Welt verändern. Die Welt gleich mal ein bisschen schöner aussehen lassen. So ist es ja wertvoll. Jetzt sieht es aus wie so eine Dachterrasse und wie so eine ganz normale Decke. Toll. Das war natürlich nicht geplant, aber wir haben ja noch ein bisschen dunkles Holz. Da ist also noch ein bisschen Kapazität nach oben offen. Und zwar hier. So, passt. Alles klar, Freunde. Dann machen wir noch hier so ein bisschen zack, zack hin. Und fertig. Fackel, Fackel und schon ist ein bisschen dicht. Und den Raum noch schnell aufs Maul. Soll um die Ecke kommen, der Penner. Ja, komm her. Nicht ihr, nicht ihr, nicht ihr, nicht ihr. Fuck! Fuck, du Missgeburt, du Missgeburt, du Missgeburt. Raus, raus, raus. Alter. Da habe ich mal wieder richtig böse Scheiße nachgedacht.
Fuck, nein! Du Missgeburt, wenn du mir hier drin explodierst, Mann, ich fick dich auseinander, ich schwöre es dir. Alter. Okay, Freunde, schnell hier irgendwo verstecken. Ich will einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Fuck. Tschüss.